Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute erkläre ich dir, wie du die Nachbarzähne einer Zahl bestimmst. Jede Zahl hat zwei Nachbarzähne. Wir erinnern uns nochmal kurz, Zehnerzahlen, das waren 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Also Zahlen mit der 0 an der einer Stelle. Um jetzt herauszufinden, welche Zehnerzahlen zu deiner Zahl gehören, schauen wir uns einmal den Zahlenstrahl an. Hier sind schon die Zehnerzahlen aufgelistet und jeder Strich an meinem Zahlenstrahl steht für eine Zahl. Also wenn hier die 10 ist, ist daneben die 11 und 5 Schritte weiter die 15. Das sind also immer einer Schritte. Wenn ich jetzt die Nachbarzähne von zum Beispiel 55 bestimmen möchte, suche ich mir zuerst an meinem Zahlenstrahl die 55. Die ist hier. Und dann schaue ich, zwischen welchen Zehnerzahlen meine Zahl liegt. Das ist die 50, das ist der kleinere Zehner und die 60. Die notiere ich mir jetzt hier. Also 50 ist der kleinere Zehner und 60 der größere. So mache ich das jetzt auch mit den restlichen Zahlen. Die 61 liegt hier. Ich schaue, zwischen welchen Zehnerzahlen die 61 liegt. Das ist 60 und 70. Hier ist die 15, zwei Striche weiter ist die 17. 17 liegt zwischen 10 und 20. Und das letzte Beispiel, 80 liegt hier, ist selber eine Zehnerzahl. 80 liegt zwischen 70, das ist der kleinere Zehner, und 90. Das war's schon. Du kannst das Ganze jetzt mit dem passenden Arbeitsblatt üben. Den Link dazu habe ich dir unter das Video geschrieben. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.